Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Finding Paradise. Auch wenn es momentan nicht so aussieht, es ist immer noch Finding Paradise. Wir haben jetzt die Wahl zwischen Kämpfen und Aufgeben. Und zwar sind wir gerade, ja, oder treten wir gerade gegen Faye an. Ich würde am liebsten aufgeben, aber ich habe letzte Folge gesagt, wir werden kämpfen. Also werden wir kämpfen. Okay, Leertaste ist Angriff, ESD ist bewegt. Nicht schon wieder so ein Flugding. Oh nee! Du hast es so gewollt. So sei es. Das ist nicht fair. Ich kann dir nicht mal einen Kratzer verpassen. Ah, aua. Wie kann man denn den Vögeln ausweichen? Da gab es nicht den Hauch einer Chance. Zugriff zu dieser Erinnerung nicht möglich. Systemneustart eingeleitet. Okay, das nervt. Ja, so viel zum Kampf. Hätte ich denn überhaupt gewinnen können? Ich habe ja keinen dieser Vögel getroffen, bevor die mich erreicht haben. Ich frage mich, was passiert wäre, hätte ich aufgegeben. Hätten wir da mit ihr verhandeln können? Oh, warum habe ich nicht aufgegeben? Oh, verflixt nochmal. Na gut, vielleicht haben wir hier die Gelegenheit oder sollen wir erstmal... Nee, vom Alter her müssten wir... hier weitermachen. Moment. Er hat doch auf Autoreifen gespielt und nicht auf einem Holzauto. Der rennt anders. Okay, es ist interessant. Also werden Dinge in der Erinnerung verändert? Kann das sein? Aber er hat doch hier auf den Reifen gespielt. Und er ist ja nicht rumgerannt. Ich verstehe nicht ganz, was ich hier mit ihm tun soll. Ich guck mal mich ganz kurz um. Da ist sie. Die Passantin. Das warst du, nicht wahr? Das kann dir jetzt egal sein. Hey, hör mal. Die Sache mit den Papierfliegern war total uncool. Aber was meinst du damit, du wüsstest nicht, wo Eva steckt? Ich habe die Videoaufnahme gesehen. Du warst diejenige, die sie weggesperrt hat. Nein. Alles, was ich getan habe, war, die Kommunikationskanäle zu stören und ihr einen Schrecken einzujagen. Ich weiß nicht, wo sie danach hingegangen ist. Tatsächlich ist sie verschwunden, kurz nachdem du zurückgekehrt bist. Verschwunden? Also im Sinne von ausgestöpselt aus der Maschine? Ja, sie ist nicht mehr hier. Und wenn du nicht auch bald verschwindest, nun ja, dann sorge ich dafür, dass du es tust. Nicht schon wieder. Moment mal. Wie hast du dir Zugriff auf meine privaten Programme verschafft? Das war nun gar nicht, wonach ich gefragt habe. Kann ich nochmal... Habe ich nochmal die Wahl aufzugeben? Moment. Springen nach oben. Verteidigen nach unten. Angreifen. Space. Oh Gott. Hä? Ich kann mich gar nicht verteidigen.
Verdammt, ich kann nicht mal ihre Angriffe abwehren. Bin ich einfach nur unfähig oder kann man das nicht gewinnen? Ach, und wieder wird Systemneustart eingeleitet. Was soll das hier werden? Oh. Hat sich Eva wirklich von der Maschine abgestöpselt? Vielleicht sollte ich das auch tun. Moment, wenn ich auch rausgehe, schafft es Faye möglicherweise, unsere Fortschritte zurückzusetzen. Es ist wohl immerhin keine komplette Zeitverschwendung, sie zu beschäftigen. Oh Gott, das Spiel hat jetzt eine sehr merkwürdige Wendung genommen. Kann man diese Kämpfe überhaupt gewinnen? Also, wie bist du an das Ticket für den Sitz gelangt? Deine Erinnerung ist wohl auch nicht die beste. Ich war in der wirklichen Erinnerung nicht mal hier. Hör mal, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wenn Collins Wunsch erfüllt werden soll, brauchen wir deine Hilfe. Verstehst du es einfach nicht? Collins Wunsch ist nicht mehr etwas, was ihr ihm erfüllen könnt. Sein Wunsch ist nun, dass ihr ihn in Ruhe lasst. Was hast du getan? Was? Ich habe gar nichts getan. Außer... Eva? Hey, das war schon mal schlimmer. Augenblick mal. Eureka! Ein Weihnachtswunder! Auch wenn es zeitlich etwas spät dafür ist. Freu dich nicht zu früh. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, genau, das schon wieder. Ich werde dich nicht zu ihm durchlassen. Ich will nicht. Können wir das bitte lassen? Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Wie kann man diesen Vögeln ausweichen? Ah. Bitte was? Oh Gott, mit nur zwei Leben. Mit nur zwei Leben geschafft. Oh Gott. Anomale Gehirnaktivität ist nicht mehr in dieser Erinnerung vorhanden. Endlich. Etwas funktioniert. Oh Gott, ich muss mich jetzt mal beruhigen. Mit sowas habe ich in dieser Spielreihe überhaupt nicht gerechnet.
Eva, bist du hier irgendwo? Einen Augenblick mal. Dies ist die letzte verfügbare Erinnerung, in der wir eine ansprechende Kopie von Colin gespeichert haben. Nicht ganz so clever wie der echte, aber besser als nichts. Okay, das heißt, wir müssen einmal runter in den Flur. Dort haben wir gespeichert. Colin, können Sie mich hören? Oh, da sind Sie ja wieder. Ja, hören Sie, ich brauche Ihre Hilfe. Was zum... Hallo? Du hast denjenigen deaktiviert, der dich erschaffen hat? Das? Nein, das ist nicht der echte Colin. Das ist nur eine teilweise Kopie von ihm, die ihr erschaffen habt. Komm her, ich kann es nun mit dir aufnehmen. Das ist ganz schön selbstbewusst für jemanden, der einfach einen Glückswurf hatte. Es ist noch Zeit. Arbeite mit uns zusammen und wir machen das Beste draus. Das Beste wäre, wenn ihr Colin in Frieden lasst. Und ich werde dafür sorgen, dass ihr das tut. Oh nein, bitte nicht. Oh, da bin ich doch so schlecht drin. Dir ist klar, dass ich theoretisch es nur mit dir aufnehmen kann, oder? Versuch's doch. Nein, ich will es nicht versuchen. Was geht? Springen, verteidigen. Okay. Ich kann nicht mehr springen. Ah, jetzt. Hä? Wieso regeneriert sich das eigentlich immer wieder? Hatte ich sie nicht schon längst ganz unten? Oh Gott. Oh Gott. Anormale Gehirnaktivität ist nicht mehr in dieser Erinnerung vorhanden. Hey, da würde Eva aber Augen machen. Wir haben... Ich muss ganz kurz überlegen. Wir haben sie jetzt in allen Zeitebenen nach der Anomalie besiegt. In allen Zeitebenen vor der Anomalie aber nicht. Also wir sind jetzt eigentlich chronologisch korrekt vorgegangen. Das heißt, Faye war in seiner Kindheit auf jeden Fall immer vorhanden. Auch schon vorher in der Realität. Das hat im Grunde jetzt nichts verändert. Wäre ich in der Reihenfolge anders vorgegangen, hätte es was verändert? Hätte ich lieber andersrum anfangen sollen? Stimmt, ja. Das ist keine stabile Kopie von ihm. Ach Moment, ich hätte mit der Kopie doch jetzt noch reden können? Okay.
Entschuldigt, da muss ich noch mal einmal zurück. Ich hatte jetzt gedacht, ich soll mit dem Balkon ich sprechen, weil er jetzt so in weiß dargestellt war. Diese Instanz von Colin ist irgendwie immer noch gesperrt. Installation eines externen Patches wird initialisiert. Was zum... Bist du das, Eva? Kann ich die Sachen jetzt hier noch reparieren? Ach nee. Hier war ich nicht richtig. Nur in seinen späteren Jahren haben wir sie besiegt. Anormale Gehirnaktivität festgestellt. Das war hier vorher noch nicht. Sie ist hier irgendwo. Ich sollte noch nicht gehen. Wird sie vermutlich draußen sein. Ah, Eva! Eva, da bist du ja. Hey, wo warst du? Ich habe überall nach dir gesucht. Hast du Faye hier irgendwo gesehen? Keine Sorge, ich habe mich bereits um sie gekümmert. So schnell? Wie hast du das gemacht? Oh, und sorry für die Unordnung hier. Hätte ich wohl vorher aufräumen sollen. Weißt du, ich glaube, es wäre das Beste, wenn wir einfach gehen. Das ist sie nicht. Das ist sie nicht. Nee, das würde sie nicht sagen. Oder? Moment, was? Er möchte uns hier eindeutig nicht haben. Wir sollten seine Wünsche respektieren. Wovon redest du? Nee, das ist sie nicht. Sie macht das mit den Haaren. Genau wie Faye. Die Patienten wissen selbst nicht immer, was sie eigentlich wollen. Gerade du solltest das doch verstehen. Warte mal eine Sekunde. Oh. Das war umsonst, wie es aussieht. Ich hätte es wissen sollen. Du willst einfach nicht verschwinden. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich tun soll. Aber ich muss es weiter versuchen. Selbst wenn es euch nur etwas auffällt. Okay, warte mal eben kurz. Wow, diese Wolken sind nicht so weich, wie sie aussehen. Lang genug hast du mich zum Narren gehalten. Aber das Ende deiner Unverschämtheiten ist nun erreicht. Was? Ich kann aufgeben? Ist das eine Option? Das war aber... Hätte ich ja vielleicht... Vielleicht sollte ich das tun? Ach. Schuh. Schuh finde ich gut. Ich nehme den Schuh. Wow, okay. Au. Ihre Angriffe sind immer einen Ticken stärker als meine. Vielleicht hätte ich nicht den Schuh nehmen sollen. Weißt du, für einen imaginären Charakter sind deine Angriffe ganz schön einfallslos. Oh.
Rudok? Uff, ich könnte wirklich etwas Hilfe gebrauchen. Hör mal, wir müssen das nicht tun. Dann gib auf. Warum bist du immer noch hier? Ist das ein Hinweis, dass man hier aufgeben soll? Weißt du was? Das ist mir zu blöd. Wie ich sehe, bist du auch zu weisen Entscheidungen fähig. Nun, es kam mir nicht besonders clever vor, praktisch diese Welt selbst zu bekämpfen. Aber genau genommen bist du das nicht, oder? Denn wenn du wirklich Collins entfesseltes Unterbewusstsein wärst, dann... Nun ja, dann hättest du bereits viel mehr tun und unser komplettes Konstrukt gegen uns verwenden können. Du bist nur ein einziger, loser Faden seines Bewusstseins. Du sprichst keineswegs für die ganze Person. Mag sein, dass ich nicht sein komplettes Ich repräsentiere. Na und? Colin ist verwirrt. Und bei all dem, womit ihr ihn in Versuchung führt, ist das kaum verwunderlich. Aber das ist schon in Ordnung. Er weiß vielleicht nicht mehr, was er will, aber ich weiß, was er braucht. Tja, aber da könntest du auch falsch liegen. Ich meine, nichts für ungut, aber du bist nicht viel mehr als eine unvollkommene Kopie von Colin. Genau genommen bin ich nicht mal sicher, ob es gerade Sinn macht, mit dir zu sprechen. Schließlich bist du nur ein substanzloses Hirngespinst, das niemals real war. Möglich. Aber unterscheidet sich das auch nur im geringsten von dem, was ihr hier machen wollt? Eva? Hey, entschuldige bitte, ich musste kurz hier raus. Übrigens, sie existiert nur in Collins Kopf. Ja, mit der Tatsache habe ich inzwischen intime Bekanntschaft gemacht. Aber wo warst du? Du hast mich einfach im Stich gelassen. Ich war draußen, Beruhigungsmittel verabreichen, damit wir Collins Hirnaktivität in den Griff kriegen. Keine Ahnung, wie sein mentaler Prozess uns ausschließen konnte, aber so konnte es nicht weitergehen. Dann war das gar kein Weihnachtswunder? Wir haben etwas gebraucht, bis wir die richtige Dosis hatten, denn sein Hirn muss ja weiter funktionieren. Aber es scheint zu funktionieren. Der Effekt sollte sich jetzt verstärken. Wow. Was genau ist hier eigentlich abgelaufen? Frag nicht. Was zum Kuckuck ist das denn? Nur ein neues Programm, das Roxy mir geschickt hat. Sie meinte, ihr sind vorhin Schwachstellen an der Maschine aufgefallen und da wusste sie, dass wir Probleme kriegen. Anscheinend hat sie im Auto einen Patch geschrieben, während Rob gefahren ist. Puh, Angeberin. Hat sie sonst noch etwas über die Maschine gesagt? Abgesehen davon, dass du bei deinen Reparaturen einen miesen Job gemacht hast? Nein, wir hatten nicht wirklich Zeit zum Reden. Genau genommen bin ich immer noch nicht sicher, dass Colin stabil genug ist, damit es hier klappt. Das Betäubungsmittel muss wohl noch etwas länger anwirken. Gar nicht gut. Wir haben keine Zeit mehr, um noch zu warten. Moment, lass mich mal was ausprobieren. Warte hier, denn sie könnte wieder hierher kommen. Hey, warte mal kurz.
Es ist nur noch eine Frage der Zeit, oder? Vielleicht kann ich dich nicht schlagen, aber das bedeutet nicht, dass ich dir helfen werde. Nein, ich bin nicht hier, um... Moment, warte mal. Wow, es hat funktioniert. Was soll das? Bringst du mich nun hierher, um Rache für vorhin zu nehmen? Nein, ich habe dich hergebracht für etwas Privatsphäre. Dieser Ort hier sollte außerhalb aller Aufzeichnungen liegen. Selbst Eva weiß nichts hiervon. Aha, und wozu das Ganze? Deine Kooperation. Ich dachte, das haben wir bereits ausdiskutiert. Schon, aber diesmal habe ich etwas für dich als Gegenangebot. Was könntest du mir denn anbieten? Etwas, von dem wir beide etwas haben. Und selbst wenn es dir egal sein sollte, habe ich das Gefühl, dass es Colin nicht egal wäre. Hier allerdings, entschuldigt die Unterbrechung, aber ich werde jetzt hier einen Cut machen. Einen kleinen Cliffhanger. Wir werden in der nächsten Folge rausfinden, was er jetzt hier vorschlagen möchte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao.